Heute machen wir eine kurze Session. Heute ist Freitag, heute ist der letzte Tag. Eine Tasse Tee, auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau und die Herzen kommen aus der Tasse raus. Also auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Und heute werde ich noch mal auf eine Frage eingehen von den Beziehungsinvestoren. Die hatten nämlich gefragt, wie denn so gute Routinen sind im Umgang mit Geld. Wie oft kümmert man sich oder wie gut ist es, sich zu kümmern, wann zu kümmern, warum, wieso, weshalb? Na, warum, wieso, weshalb wissen wir, aber so Geldroutinen. Da würde ich euch gern meine Geldroutinen erzählen. Die sind relativ übersichtlich, aber ich habe mir das einfach, grüß dich, Heike, ich habe mir für mich tatsächlich Routinen festgelegt und ich denke auch nur so geht es, weil wir dann nicht immer wieder neu dran denken müssen, sondern einfach wissen, an dem Tag, zu der Zeit mache ich das und das. Ich bin auch ehrlich gesagt eine Freundin von Dinge aufschreiben, tatsächlich mit der Hand. Ich habe hier immer irgendwelche. Also ich bin dafür bekannt, dass ich eigentlich immer einen Bleistift mit mir herumschleppe und was aufschreibe und ein Buch dabei habe, wo ich was reinschreibe. Ich brauche das irgendwie, mir hilft das, mich zu sortieren, weil ich ja auch Online-Unternehmerin bin und ich auch sehr viel digital mache, aber bestimmte Dinge muss ich hinschreiben, muss ich mir anschauen und händisch machen, sonst funktioniert das nicht so gut für mich. Sonst fasert das alles zu sehr aus. Bei meinen Finanzen ist es so, dass ich tatsächlich jeden Tag erfasse meine variablen Ausgaben. Ich nutze dafür mein Haushaltsbuch von One2Apps. Das finde ich sehr übersichtlich, sehr intuitiv. Und da quasi gebe ich jeden Abend die Rechnungen, also das, was ich ausgegeben habe oder mein Mann ausgegeben hat, das gebe ich da immer ein. Mein Mann legt es dann auf den Küchentisch. Wir haben da so eine Dose, da stopft er das rein. Ich gebe es auch manchmal unter dem Tag ein, aber irgendwie am Abend gebe ich es dann ein. Und wenn ich nicht dazu komme, dann mache ich das immer am Wochenende. Ich erfasse die Kategorien aber nur grob. Also ich mache keine Analyse mehr. Das mache ich höchstens einmal im Jahr. Aber ansonsten erfasse ich das nach ganz groben Kategorien, was mir eben wichtig ist, was ich wissen möchte. Zum Beispiel, was wir an Lebensmitteln ausgeben, was wir an Restaurantbesuchen ausgeben, Geschenke, Klamotten, Schuhe, sowas in der Richtung Mobilität. Also diese großen Posten, die möchte ich gern in bestimmten Kategorien einfach erfassen. Das möchte ich gern wissen. Das ist das eine, was ich mache. Das andere, also das ist ta tatsächlich täglich. Das mache ich schon so nebenbei, hacke ich in mein Handy rein. Was ich immer freitags mache, freitags ist immer mein Buchhaltungstag, also heute, da checke ich tatsächlich meine Konten, gehe alle Buchungen durch, gerade mein Geschäftskonto checke ich dann. Und ich mache dann auch meine Buchhaltung an dem Tag. Also bezahle alle Rechnungen, schreibe Rechnungen und prüfe meine Konten. Am Freitag, wenn ich Aktien kaufe und ETFs kaufe, dann mache ich das meistens auch am Freitag. Oder wenn ich an dem Freitag keine Zeit habe oder es schon zu spät ist und die Handelsspanne schon weg, dann schreibe ich mir das auf, wann ich dann tatsächlich meine Vermögenssachen kaufe. Das sind so die normalen Dinge. Also ich prüfe wirklich jede Woche meine Konten durch, gucke, was da aufgelaufen ist, gucke, was wie bezahlt worden ist und vollziehe das nach, damit ich sofort sehen kann, wenn was abgegangen ist, wo ich keine Ahnung habe, was es ist, damit ich das nachvollziehen kann, ne? Damit das nicht so lange aus meinem Kopf raus ist. Und ich bezahle, wie ihr wisst, sehr viel mit Bargeld. Ich hebe mir sonnabends immer 200 € ab, manchmal nur 150. Das kommt immer darauf an, was so in der Woche anliegt. Aber meistens 200 € und das ist dann so mein Bargeldbestand für die Woche, für alles. Also Familieneinkäufe, Geschenke und so weiter. Ne? Das ist dann so mein variabler Satz, den ich habe. Und mehr gebe ich auch nicht aus. Ne? Dann habe ich noch andere Routinen. Ich mache immer meine Jahressteuererklärung im Januar. Also ich will mein Business am Ende des Jahres immer abgeschlossen haben und alles fertig haben im Januar. Mich macht das kirre, wenn ich das mit ins Jahr schleppe. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie Leute
wirklich ein Jahr ihre Steuererklärung liegen lassen, wie das ja ganz viele machen, die Steuerberater haben, die lassen das noch ein Jahr liegen und machen jetzt die Steuererklärung von 2018. Das 2018 ist bei mir schon lange im Hirn ganz woanders. Ich möchte das Jahr einmal abgeschlossen haben und quasi unbeschwert ins neue Jahr gehen. Das ist auch eine Geldroutine, die ich habe. Meine Steuererklärung immer am Jahresanfang fertig machen. Ich schicke sie dann noch nicht ab, weil bestimmte Papiere von den Banken fehlen. Die werden ja erst im März, April verschickt, manche auch erst im Mai, so Statusmeldungen. Aber ich habe trotzdem alles fertig und den Rest trage ich dann eben noch nach. Das ist mir wichtig. Was ich auch im Januar mache, ist eine Vermögensübersicht, wie sich mein Vermögen entwickelt hat, wie sich unser Familienvermögen entwickelt hat, das von meinem Mann, damit ich das einfach vor mir habe, weil mir das wichtig ist. Und dann mache ich auch einen Versicherungscheck im Januar. Aber also der Januar ist für mich echt so ein Prüfmonat und ein Listenmonat, wo ich das alles mache. Ich finde, das eignet sich ganz gut, weil im Januar passiert nicht so viel. Gut, in meinem Januar war jetzt viel los. Ich habe wirklich zwei ETF-Seminare gegeben. Da ist manches ein bisschen hinten runtergefallen. Deshalb habe ich vieles schon Ende Dezember gemacht, ne? Zum Beispiel meine Steuererklärung war Ende Dezember dieses Jahr schon, also vergangenes Jahr schon fertig. Und jetzt fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten, die dann die nächsten Wochen reinkommen. So, das sind meine Routinen und das mache ich tatsächlich jedes Jahr. Und ich muss ja sagen, mich entlastet das, dass ich das immer dann in diesem Monat mache oder an diesem Freitag. Ich habe mir das so festgelegt und dann mache ich das so, dann das entlastet mein Hirn, da muss ich nicht immer dran denken. Und sowas würde ich euch auch empfehlen. Guckt, was zu euch passt. Wichtig ist aber, dass ihr wirklich entweder eine Zeit einrichtet, einen Tag einrichtet, dass ihr euch selber überlegt, wie macht ihr das am besten. Schreibt es euch irgendwo hin, damit ihr jederzeit nachschlagen könnt. Ich bin auch so ein Typ, ich habe tatsächlich einen Ordner. Mein Geldordner, mein Vermögensordner, dort steht drin, warum ich mir welchen ETF, warum ich mir welche Aktie kaufe. Meine Gedanken stehen da dazu. Da steht auch, da liegen meine ganzen Vermögensübersichten. Die habe ich zwar auch digital, aber ich drucke es auch aus, damit ich sie manchmal einfach nur so bling aufschlagen kann. In diesem Ordner steht einfach alles drin. Da habe ich Listen auch, wie mein Vermögen steht, aus welchen Quellen meine Rente kommen wird. Das habe ich da. Da liegen alle Rechnungen aus, die ich auch jedes Jahr wieder anpasse. Ich gucke das immer wieder an. Ich habe ja auch meine Versicherungen zum Beispiel. Ich habe ja auch einige bescheuerte Versicherungen abgeschlossen. Hallo Christian. Die habe ich auch aufgeräumt. Das ist alles in diesem Ordner. Also da ist schon wild drin rumgestrichen, weil ich natürlich dann auch einiges rausstreiche. Ich schichte um. Und das findet sich alles in dem Ordner. Ich fasse das nach oder ich kann das eben alles nachvollziehen dann. Und ich finde das wichtig. Für mich ist das wichtig, weil ich dann eine Entwicklung sehe. Und ich würde euch das auch empfehlen, das zu machen, solche Tagebücher oder Jahresfinanzbücher zu führen. Könnt ihr natürlich digital machen. Ich mache es eine Mischung digital und tatsächlich handschriftlich. Aber ich habe euch ja schon gesagt, ich brauche das, dieses Handschriftliche, damit ich meine Gedanken ordnen kann. Ich kann das manchmal besser ordnen per Hand als am Computer. Okay, das ist das eine. Also entwickelt eure eigenen Routinen. Sie helfen euch tatsächlich, dran zu bleiben und das möglichst einfach zu machen. Denn es geht ja immer um Einfachheit. Es geht darum, dass ihr Spaß entwickelt und Spaß entwickeln wir an Dingen, die nicht super kompliziert sind. Und deshalb entwickelt eure Routinen. Okay, das war das eine. Dann wollte ich euch noch etwas anderes erzählen, weil ich letztens, gerade in der vergangenen Woche, einige Verträge wieder auf dem Tisch hatte von Klientinnen, die mich wirklich erschreckt und ehrlich gesagt extrem geärgert haben. Und zwar ging es da um Ansparverträge für Kinder. Eine Kollegin hat tatsächlich für ihre Kinder, für ihre drei Kinder, Versicherungsverträge abgeschlossen, Rentenversicherungsverträge, die laufen bis 2089. Als ich das gesehen habe, musste ich echt schlucken, weil ich mir dachte, boah, da habe ich schon ins Gras gebissen. Das war ein bisschen schwierig, aber da werden Rentenverträge abgeschlossen für die Kinder
bis sie 65, 67 sind. Ich fand das völlig absurd. Und dann so zu kleinsten Beträgen, 30 € pro Monat sollen dann irgendwie ausgezahlt werden. Ich meine, die sind nichts mehr wert. Die haben vielleicht noch einen Gegenwert von 5 €, also an Kaufkraft, wenn überhaupt. Und dann zahlt sie wirklich jeden Monat dort 50 € ein. Dann haben wir das mal uns angeschaut. Von diesen 50 € die sie jetzt schon seit einigen Jahren da einzahlt, hat sie schon die Hälfte quasi an die Versicherung weitergegeben und die andere Hälfte, ein Drittel, nee, 2 Drittel hat sie an die Versicherung weitergegeben, 1 Drittel hat sie dann eben als Summe gesehen. Und dann steht sie daneben und sagt dann eben zu mir, ja, sie ist total frustriert, weil sie sieht, dass ein Großteil der Sparbeiträge gar nicht im Vertrag ankommt und als Guthaben auf, ne, draufsteht, dann auf den Bestandsmeldungen. Und da habe ich ihr gesagt, ja, weil Provisionen an die Gesellschaft abgehen, weil die relativ sicher wahrscheinlich investieren, da entstehen keine hohen Renditen, es sind aber hohe Kosten im Vertrag. Ich hatte das ja mit euch eine Riester-Bestandsmeldung durchgerechnet oder einen Riester-Vertrag durchgerechnet. Dann sind wir den Vertrag mal durchgegangen und tatsächlich im weiteren Verlauf des Vertrages stehen die Kosten des Vertrages genau drin. Also, da steht genau drin, welche Provisionen anfallen, 2.400 € für diesen Vertrag, welche laufenden Kosten entstehen und, aber soweit hatte sie nicht gelesen. Was ich verstehen kann, weil dieses Versicherungsdeutsch ist wirklich für Laien, und sie ist ja ein Laie, wirklich schwer zu verstehen. Es ist nicht zu verstehen, dass sie es nicht gelesen hat. Also ich kann es nachvollziehen, weil es einfach Kauderwelsch ist und weil es langweilig ist. Aber es ist ihr Geld. Sie wollte es schnell von der Backe haben. Und genau das ist eben diese problematische Situation bei Versicherungsverträgen. Wir wollen das Thema Geld, Geldanlage für Kinder für uns möglichst schnell von der Backe haben, weil wir glauben, es nicht zu verstehen und weil gerade solche Verträge so geschrieben haben, damit wir es auch nicht verstehen. Also ich glaube, da sitzen wirklich manchmal Leute, die sagen, okay, wie können wir hier die gesetzlichen Vorgaben erfüllen? Aber wir schreiben es am besten so, dass keiner Bock hat, es zu lesen, weil dann kommt es nämlich auch gar nicht so weit bis zu den Kosten. Und der Berater hatte ihr, das ist kein Berater, das ist ein Produktverkäufer, auch die Kosten nicht also richtig hingelegt, hat gesagt, hier, diese Kosten entstehen beim Vertrag, sondern das hat sie erst eben danach jetzt festgestellt. Was ich euch damit sagen will, zweierlei Dinge. Zweierlei Dinge, was ich euch damit sagen will. Wenn ihr zu einem Produktverkäufer geht und das sind alle, die Provisionen nehmen, also nicht Leute wie ich, die ein Honorar von euch bekommen, ich bin keine Provisionsverkäuferin, also ich bin keine Produktverkäuferin, ich verkaufe sowieso keine Produkte, keine Anlageprodukte. Aber allen Leuten, die euch bei Geld beraten und kein Geld von euch nehmen als Honorar, die erhalten Provisionen und die verkaufen euch nicht das, was für euch gut ist, sondern das, was für sie selber gut ist, mit einer hohen Provision. Und so sehen dann auch die Verträge aus. Das ist das eine. Und das andere, wenn ihr Versicherungsverträge abschließt, solche Rentenverträge, lest sie bitte. Lest sie bitte von vorn bis hinten, auch wenn es nervt, auch wenn es kompliziert ist. Lest es, versucht sie zu verstehen und wenn ihr sie nicht versteht, fragt diesen Produktverkäufer oder die Produktverkäuferin. Dafür ist die da. Aber wenn ihr so einen Vertrag unterschreiben wollt, lest ihn bitte und nicht einfach sagen, oh, wird schon stimmen. Nein, da ist nichts gut. Ihr müsst es lesen, okay? Auch wenn es anstrengend ist. Und wenn ihr keinen Bock habt, das zu lesen, dann unterschreibt den Vertrag nicht, okay? Das eine und das andere, das geht nicht zusammen, ne? Ihr kauft auch keine Waschmaschine, wenn ihr sie nicht verstehen würdet. Aber bei unserem Geld, da machen wir sowas. Nicht gut, nicht machen. Okay, macht euch lieber finanzschlau, zum Beispiel mit der Geldfrau. Ihr bezahlt mir, wenn ihr bei mir in die Kurse kommt, ihr bezahlt mir ein Honorar, aber ich verkaufe euch keine bescheuerten Produkte, an denen ihr keinen Spaß habt, ne? Okay, hier steht, wem kann man trauen? Sachverständigen. Na, Sachverständige kannst du nicht anheuern, deine Geldanlage, Finanzplanung zu machen, Vermögensplanung machen. Sachverständige kommen, wenn irgendwo ein Kind in den Brunnen gefallen ist oder wenn eine bestimmte Lage sich angeschaut werden muss. Nein, Honorarberater. Also wenn, vertrau dir selber, mach dich finanzschlau, eigne dir Wissen an, eigne dir Erfahrung an. Das geht nur vom Tun.
Und wenn du das Gefühl hast, es übersteigt aber deine Kraft, es übersteigt dein Intellekt oder deine Zeit, was auch ich, wir sind ja alle unterschiedlich und wir leben auch in unterschiedlichen Situationen, dann geh zu einem Honorarberater oder zu einer Honorarberaterin, aber nicht zum Produktverkäufer, weil dort kriegst du tatsächlich nicht die Produkte, die gut für dich sind. Wo findest du Honorarberater? Es gibt zwei Verbände, Honorarberaterverbände, die haben auch Webseiten und dort stehen die Berater auch gelistet nach Regionen und nach Orten und da kannst du suchen. Da kannst du tatsächlich Rat holen. Honorarberater kosten natürlich Geld, sind aber in der Regel sehr gut geschulte Leute. Die beste Ausbildung haben, das sind die sogenannten Financial Planner. Das ist eine Ausbildung, die aus den USA kommt. Die hat einen sehr hohen Standard. Das ist eine sehr gute Ausbildung. Und wenn ihr einen Financial Planner findet, das sind Top-Leute. Die kosten aber auch ihr Geld. Die kosten Stundenlohn zwischen 200 und 250 Euro. Wenn ihr aber größere Vermögen umsetzen und anlegen wollt, kann sich sowas schon lohnen. Auf jeden Fall, definitiv. Für kleinere Vermögen würde ich sagen, das schafft ihr selber. Wir haben so tolle technische Möglichkeiten. Wir können digital so viele Informationen uns raussuchen. Mit wenigen Klicks können wir auf tollen Internetseiten gucken. Wir können selber mit wenigen Klicks tatsächlich ETFs kaufen. Wir können Aktien kaufen. Das war vor 30 Jahren nicht möglich, vor 20 Jahren. Heute können wir das alle. Also ihr könnt das alleine. Macht euch schlau, bildet euch, dann braucht ihr auch keine Produktverkäufer und auch keine Honorarberater. Das ist kein Buch mit sieben Siegeln. Es dauert eine Weile, sich da einzulesen. Es dauert eine Weile, sich ranzutasten. Ja, aber das habt ihr bei eurem Beruf auch gehabt. Da habt ihr euch auch rangetastet. Und das ist beim Geld nichts anderes. Das ist auch ein Skill, was man sich aneignet, eine Fähigkeit. Und das braucht einfach seine Zeit. Habt da Geduld mit euch. Fangt an. Und entwickelt dieses Gespür, dieses Wissen. Es sind so viele tolle Leute hier draußen, die gern ihr Wissen teilen, gegen Geld, gratis. Nutzt das für euch, denn die Fehler, die ihr macht, wenn ihr es nicht nutzt, die kosten richtig viel Kohle. Ja? Wie zum Beispiel, wenn ihr in solche Verträge investiert, ist schon mal gleich mal zwei Drittel weg. Und das wird auch nicht aufgeholt werden, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn man sich die Produkte dann anguckt. Ne? Okay, also ich würde sagen, hey, ich trinke jetzt noch einen Schluck aus meiner Tasse Tee. Also nicht für Sachverständige, sondern Honorarberater. Okay, hier ist noch eine Frage. Meine Tochter hat seit ihrem Abi einen ETF-Sparplan für die Rente, kostet fast nichts an Gebühren. Genau. Der kann durchlaufen, muss sie immer dafür sorgen, dass genug Geld da ist. Durchlaufen lassen, eventuell die Sparraten erhöhen, was gut ist. Und es kostet genau nichts und sie nimmt die Entwicklungen an den Weltbörsen immer mit. Genau so. Genau das. Okay. Wisdom, danke für die weisen Impulse. Ja, bitte, gern geschehen. Macht mir auch sehr viel Spaß. Also, dann trinke ich noch einen Schluck Tee. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, würde ich sagen, jetzt gibt es noch ein paar Herzen und meine Lampe macht irgendwie einen auf Rot. Dann würde ich sagen, macht es euch hübsch. Ich werde noch mal eine Umfrage rumschicken, ob ihr Lust habt, dass ich das vielleicht einmal im Monat mache. Einmal so Q&A-Session oder vielleicht alle 14 Tage mal so ein Format, ja, auf dem Tee mit der Geldfrau. Schreibt mir doch gerne eine Direktnachricht. Ich werde auch noch mal eine Story machen. Da könnt ihr auch noch was reinschreiben. Ja, dann würde ich sagen, folgt mir. Sagt euren Freundinnen und Freunden Bescheid, dass es bei mir spannende Infos gibt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Okay? Dann schicke ich euch auch noch ein Herz. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich habe heute wieder meinen, nicht heute, das Wochenende jetzt meinen ETF-Kurs hier in Hamburg. 12 Frauen. Ich freue mich schon sehr drauf. Es wird bestimmt super spannend und es ist immer eine sehr nette Gemeinschaft. Ja, dann ist aber erstmal Pause für einige Monate. Ende des Sommers, Anfang Herbst wird es wahrscheinlich die nächsten Kurse geben, weil ich
an einem Online-Angebot für euch arbeite, weil nicht alle nach Hamburg oder München kommen können, sondern es vielleicht ganz gut ist, wenn bundesweit ihr einfach in die Online-Kurse kommen könnt und wir uns dann quasi online treffen, sodass ihr euch in eurer Umgebung einfach auch das Wissen aneignen könnt, wie ihr gut mit eurem Geld umgeht und wie ihr die Basis baut und dann wie ihr euer Vermögen aufbaut. Das sind ja mehrere Stufen, ne? Wir fangen ja nicht gleich mit dem Vermögensaufbau an, sondern wir fangen ja unten an und bauen das Fundament und dann gehen wir weiter. Also, wenn euch das interessiert, mein neuer Online-Kurs mit Begleitung, mit persönlicher Begleitung, dann könnt ihr mir ja auch schreiben, wenn euch das interessiert. Okay? Also, ich wünsche euch was. Lasst es euch gut gehen und solltet ihr schon noch ein bisschen hüsteln und ein bisschen krank sein, dann gute Besserung. Okay? Ciao, ciao. Macht euch finanzschlau. Tschüss, eure Geldfrau.